Hofsame Beide, Good News, weil Bad News gibt's eh genug. Da stehen schon die Zaungäste und warten drauf, wer jetzt tatsächlich kommt. Weil die wissen es ja auch noch nicht, denen haben wir es auch noch nicht verraten. Wolferl, was könnte es werden? Der Wolferl weiß es auch nicht. Konstanze, was sagst du? Fellmann, Luis und da hinten Bonnie und Merlin, schauen auch schon. Elisabeth, weißt du schon, was es ist? Ja, ich weiß es. Na dann. Vielleicht die zwei Wolfgang. Tada. Wolferl, Konstanze, bitte weg. Schiebt nämlich wer raus. Oh. Ihr könnt jetzt rein theoretisch schon rauskommen. Ihr seid auf Hofsonneweide in Sicherheit. Vorsichtig. Jo. Vorsichtig, scheiße. Okay. Oh. Richtig. Alles fein. Wer ist denn das? Ja. Herzlich willkommen auf Hofsonneweide. Ja, da drüben sind Artgenossen. Grüß Gott. Ja, das ist Hofsonnenweide. Genau. Das ist der Liberty. Und okay. Genau, das ist der Liberty. Lara. Sagen, wir würden sie jetzt damit vorstellen, oder? Die zwei, Andi. Nein! Da bin ich noch ein Geheimnis. In Wirklichkeit sind sie nur verkleidet. Also, das Schwarze ist ein Jagd-Zebo-Mix. Ein was? Na, ein Jagd-Kuh-Mix, oder? Jagd-Zebo-Mix. Wirklich? Elisabeth! Und das kleine Süße ist eine Zwerg-Zebo-Kuh. Hm. Und kommen dann die zwei, haben wir es geholt, aus Garden von Zirkus, im Zirkus Belloni. Und die dürfen da jetzt bei uns auf Hofsonnenweide leben. Zebo Schnuck gekackt schon. Sehr gut. Erstes Kacksen auf Hofsonnenweide. Gutes Zeichen. Ja, wie schaut es aus mit den Namen, Anni? Das musst du ein bisschen erklären. Ja, grundsätzlich hat der Jack Zebu Ochse einen Namen gehabt, der klingt wie ein großer österreichischer Energy Drink Hersteller. Kennt man nicht, darum sage ich es jetzt gar nicht. Aber wir haben uns gedacht, nein, das passt nicht zu Hofsonnenweide, so ein Name. Deswegen haben wir ihn jetzt spontan umgetauft und er heißt. Tada! Abdul! Und sie heißt Fatima. Genau. Abdul und Fatima. Es hat ja schon ein bisschen Tradition, dass die Tiere, wenn sie zu uns kommen, dann andere Namen bekommen, so als Zeichen vom neuen Lebensabschnitt. Ja, die Elling Alice haben Cordon Bleu und Schnitzel geheißen. Haben wir auch so prickeln gefunden. Haben wir uns umgetauft. Ja, und wie gesagt, dieser österreichische Energy Drink Hersteller ist uns jetzt auch nicht so sympathisch. Obwohl, wäre ausreichend Sponsor. Ah, ja, das stimmt. Ja, das ja, wir werden, falls doch. Also, wir werden die Verhandlungen aufnehmen. Falls uns der Herr M. zuhört, wenn Sie bereit sind, das zu sponsern, dann würden wir den Namen beibehalten. Ich hoffe zwar nicht aus einem Ballon. Ich mache sonst nichts Komisches, aber. Ja, also die zwei beobachten da gerade ihr neues Zuhause. Ja, das ist unsere Bienenkiste. Ja, was gefällt Ihnen da, oder? Schaut gut aus. Gefällt es dir da, Abdul? Abdul! Warte, du musst es gleich betonen. Abdul! Abdul! Ja, bei der Kleinen haben wir eben gehört, dass sie auf den Namen eh nicht so richtig hört. Deswegen haben wir gesagt, Fatima passt einfach super zu Abdul dazu. Die zwei sind, die gehören einfach zusammen. Und die Vorbesitzer sind sehr, sehr froh, dass sie jetzt zusammen zu uns kommen sind. Ja, und der Plan, der langfristige Plan ist, dass sie dann natürlich zu Bonnie und Merlin zurück dazukommen, zu den Artgenossen. Und jetzt sind sie mal auf Sicht mit den beiden. Genau. Sie sind zwar in einer anderen Richtung, Abdul, aber ja. Er stimmt schon zu. Er stimmt zu. Genau.
Aber alles schön langsam. Wir haben alle Zeit der Welt. Also sie können sich das einmal eingewöhnen bei uns und das neue Leben gewöhnen. Na gut, okay, einmal um. Na gut. Spannend. So, und live gibt es die beiden zu sehen bei unserem nächsten Patentag, oder? Ja, also so wie es ausschaut, dürfen wir ja im Februar wieder Patentage veranstalten. Genau. Das heißt, auch wer eine Tierpatenschaft für die beiden, für einen der beiden eine Teilpatenschaft übernehmen möchte, ich wäre sie herzlich willkommen. Freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns damit unterstützt. Und wir werden die beiden, ich werde schauen, heute dürfen auch Energy Drink Hersteller. Ja, genau. Aber die müssen dann die komplette Patenschaft für die mindestens 10 Jahre übernehmen. Ja, für den ganzen Hof. Für den ganzen Hof, genau. Inklusive uns. Also, wie gesagt, Herr M, oder falls ihr jemanden kennt, wir sind jederzeit bereit, den Namen wieder zu ändern. Gegen Entgelt. Da sind wir völlig schmerzbefreit. Ja, also Schlampen sozusagen. Ja, also da würden wir uns wirklich prostituieren dafür. Kein Problem. Die ethischen Bedenken sind da vom Tisch. Ja, ich werde die beiden auf die Homepage stellen und für eine Patenschaft in den nächsten Tagen, aber das teilen wir euch mit. Na schau, er frisst schon Christbaum. Reste vom Christbaum. Ach Gott, sind die beiden süß. Herzlich willkommen, Fatima. Auf Hof Sonnenweide, schön, dass ihr da seid.